Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Cornelius von Lessen. Vielen Dank, dass Sie zusehen. Vielen Dank, Andreas, dass du mich eingeladen hast, dass ich hier die Heilungsvideos aufnehmen darf. Und jetzt kommen wir eigentlich zu einem wichtigen Teil. Und das wäre, was macht er da überhaupt? Was treibt er die ganze Zeit? Er spricht immer von Energien. Das habe ich absichtlich so gemacht mit den Energien. Vielleicht mit Absicht so genannt. Vielleicht ein paar Worte vorweg. Ich bin kein Mediziner und Sie wissen, das haben wir vorweg auch schon mal genannt. Es ist energetisches Heilen. Es ersetzt nicht den Arzt und auch nicht den Heilpraktiker, sondern es ist ein anderer Weg, ein komplett anderer Weg. Die Ärzte gehen davon aus, dass chemische Reaktionen Ursache sind für die Probleme. Und das ist die Ausbildung, wenn man so will. Und ich sage immer ein bisschen, das sage ich jetzt hier auch, Sie gehen zum Arzt hin, schildern Ihre Symptome und der guckt in seinen Computer und sagt, von den vier Krankheiten, die er zur Auswahl bekommt, eine ist es. Und dann bekommen Sie Ihr Rezept, Ihr bekommen Ihr Arzneimittel. Das funktioniert relativ gut, wenn das Problem kurzfristiger Natur ist. Wenn Sie ein langfristiges Problem haben, dann versagt diese Methode eigentlich komplett. Alle Immunerkrankungen, alle langfristigen Erkrankungen sind eigentlich für die heutige Medizin nicht lösbar. Sie wissen eigentlich gar nicht, worum es da geht. Und dann werden zwar Begriffe benutzt und sie werden in irgendwelche Fachbegriffe hineingezwängt, das ist ihre Krankheit, sagen wir mal jetzt Arthrose als Beispiel, aber keiner weiß exakt, wie es funktioniert. Da gibt es auch ein paar chemische Funktionen offensichtlich, die sie feststellen können, wenn es Arthrose sein soll, aber so richtig heilbar ist es nicht. Es ist nur linderbar oder überdeckbar. Also ich vergleiche das immer mit so schön mit dem mit der roten Ampel, die im Auto aufleuchtet, die Ölwarnleuchte und die dann vom Pflaster abgedeckt wird, dann sieht man sie nicht mehr, dann ärgert man sich nicht über die rote Warnleuchte. Aber sie zeigt eigentlich an, schütte ein bisschen Öl drauf oder mach Ölwechsel in der Richtung was. Und das ist eigentlich das, was momentan passiert. Diese Dauerprobleme lösen die, nach meinem Gefühl, die Chemie löst das nicht. Und warum ist das so? Das ist so, weil es keine chemischen Prozesse sind, die da zu bearbeiten sind, sondern sind energetische Prozesse. Und ich habe so einen schönen Satz, den ich auch auf einem Rollup immer draufstehen habe, deren Versuch, energetische Probleme mit Messer und Medikamenten zu heilen, gleich dem Versuch, Luft mit einer Mausefalle einzufangen. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. In meiner Welt, und jetzt kann ich, das ist das Gute, dass ich kein Arzt bin, also die haben natürlich ihre Berechtigung oder Heilpraktiker. In meiner Welt sind es energetische Informationen. Und woher kommen diese Informationen? Darum geht dieses Video. Und diese Informationen sind in der großen Zahl Verstorbene. Das ist das, was ich jetzt, wenn ich hier arbeite, immer als Energie nenne. Das sind Verstorbene. Und man muss sich die Verstorbenen nicht vorstellen, die können so sein, die können so Menschengröße haben, die können aber auch winzig klein sein. Also, was ich feststelle, sind oft diese kleinen Energieeinheiten. Wir haben vorhin ein Video gedreht über Augen. Ich habe schon bei einzelnen Menschen bis 50 Verstorbene in der Pupille gefunden, um die Relation mal zu nennen. Und diese Verstorbenen sind natürlich nicht in Menschengrößen da, sondern sind einfach nur Lichtpunkte. Ein Verstorbener ist dann ein Lichtpunkt. Warum sind die da? Da habe ich zwar meine Erklärung, will sie Ihnen auch jetzt darbieten, ob sie stimmt, es ist ein Versuch, ein Modell. Also, wenn wir sterben, 83 Millionen Menschen sind wir roundabout in Deutschland, von denen sterben so 700.000, 800.000 jedes Jahr.
10%. Und nicht alle von diesen Verstorbenen erreichen die nächste Energieniveau. Einige bleiben einfach hier stecken, haben sich praktisch den Anschluss verpasst. Eigentlich wechseln wir nur dieses Energieniveau. Wir sind zwar nicht mehr sichtbar für die Normalmenschen, aber sie sind trotzdem noch hier. Und die suchen ihren Ausgang. Und die suchen den Ausgang bei den Lebenden, weil sie sehen, ah, da ist eine Lichtquelle, gehe ich dort mal hin. Und die haben unendliche Zeit. Also Zeit spielt ja sowieso keine Rolle, gibt es eigentlich auch nicht. Wissen wir, nur in unserem Kontext hier des Lebens. Und dann sammeln sie sich an den Schwachstellen, die wir haben, in den Augen, im Kopf, in sonstigen Geschichten. Deswegen haben wir relativ viele Verstorbene bei uns. Und die haben wir, egal was wir machen. Also ich werde immer wieder gefragt, wie kommt das, dass ich diese Verstorbene habe? Ich habe besondere Affinität zu Verstorbenen. Und wie kommst du auf diese hohe Zahl? Es ist ganz einfach. Ich erkläre das am Beispiel eines Autos. Sie fahren im Hochsommer mit dem Auto auf der Autobahn oder Landstraße und gucken, wie viele Fliegen an der Scheibe in der Nacht kletschen. So ähnlich muss man sich das mit den Verstorbenen vorstellen. Sie sind einfach da und sie suchen ihren Weg. Und mit den meisten haben wir keinen Kontakt und es gibt keine Begründung, warum die bei uns sein sollen. Und es sind einfach nur Energieformen. Körpergröße und sonst haben sie in meiner Vorstellung eine Form einer Kugel bis zum Punktgröße hinein. Unterschiedliche Formen. Und ich habe das ja an dem Rückenvideo, glaube ich, erklärt. Da habe ich das mit diesen beiden Wirbeln gezeigt. Und dieses Bällchen ist ein Verstorbener, der sich da irgendwie reingelegt hat in das Bällchen und stört da praktisch die Situation. Und es ist eine reine Energie. Der Körper versucht, beim Beispiel bei Arthrose, mit seinen eigenen Mitteln diesen unbekannten Feind wieder loszuwerden. Und das geht praktisch nicht. Er kämpft gegen einen unsichtbaren Feind und diesen Kampf kann er nur verlieren. Er schickt weiße Blutkörperchen hin und sucht und sucht. Und zum Schluss fängt er an, sich selbst anzugreifen, weil die müssen ja eine Aufgabe haben. Und das schöne Beispiel ist bei Arthrose, dann fängt der Knochen an, wird der Knochen zersetzt und so weiter und so fort. Also da sind dann direkt Probleme dann zu sehen in den einzelnen Knochenteilen oder Knie oder Hüfte, wo immer die Arthrose dann aufdecken. Wenn es dann auf, wo die Arthrose dann ihren Platz hat. Es ist dann so, wenn sie dann lang genug wirkt, zerstört sie dann im Knochen, was dazugehört. Und dann wird es natürlich, je später man in diesen Prozess eingreift, desto schwerer wird es natürlich zu heilen. Diese Energien rausnehmen ist eine Geschichte, aber dann muss der Körper anfangen, wieder selber zu heilen. Und das ist jetzt ein Beispiel Arthrose. Sie haben einen dicken Finger und der ist schon richtig angeschwollen. Diese Energien rausnehmen ist relativ einfach. Die gehen alle raus und ohne große Schwierigkeiten zu machen. Ich biete eben immer die bessere Alternative an. Die bessere Alternative ist die Lichtsäule. Ich bitte den Erzengel Michael dazu. Ich werde auch mal gefragt, warum. Keine Ahnung, ich mache es einfach so, dass sie begleitet werden. Ich habe mal nachgelesen, also der ist auch offensichtlich zuständig für die Begleitung von Verstorbenen in die nächste Dimension. Die gehen immer raus. Insofern sind diese Verstorbenen gar kein Problem. Man braucht sie nur ansprechen oder manchmal brauche ich sie einfach nur abzählen und dann wissen sie, dass sie gemeint sind und dann gehen sie raus. Diese Energie fließt dann aus dem Körper raus. Das sind die kleinen Verstorbenen, die sich in allen Organen reinsetzen können. Augen, Kopf, Nase oder wo auch immer oder Herz. Einfach rauszubekommen. Und dann gibt es die größeren Verstorbenen. Manchmal zähle ich dann durch, wie lange die schon bei uns wohnen. Die haben dann was mit uns zu tun. Das ist der Ansatz, den ich dann sagen wollte. Die können eine Beziehung zu uns haben. Um da so mal ein paar Beispiele zu erzählen. Ich habe bei einer Messe einen gehabt, einen jungen Mann, Anführungsstriche, der kam zu mir und sagt, ich kann seit 10 Jahren nicht mehr unterschreiben. Das funktioniert nicht mehr. Mit der Hand kann ich nicht mehr schreiben.
Ich sage, das ist ja schön. Das habe ich auch noch nie gemacht, so ein Fall. Aber interessant auf jeden Fall. Kannst du mir helfen? Ja, ich sage, lass mich probieren. Ich schaue mal, was es kann. Und dann spüre ich so hinein und ich merke das so praktisch als Druck, ob da was ist oder nicht ist. Und merke, ah, da ist jemand drin. Und der war jetzt so richtig seinen ganzen Körper drin, Oberteil. Und ich sage zu ihm, da ist ein großer Verstorbener drin. Und ich kann dir auch sagen, das passt mit dem Zeitrahmen, wo du nicht schreiben kannst, also 10 Jahre, den müssen wir auf jeden Fall erstmal entfernen. Der geht, wie gesagt, relativ einfach raus. Man muss ihn einfach nur bitten, dass er rausgeht. Lichtsäule daneben. Und dann sind wir nach draußen gegangen, haben diese kleine Zeremonie gemacht und dann war der Verstorbene raus. Wir sind dann wieder reingegangen. Und dann habe ich ein bisschen an den Armen noch gearbeitet, weil ich sicher gehen wollte, dass ich das getan habe, was ich tun konnte. Und sage, jetzt sind wir fertig, jetzt kann ich nichts mehr machen für dich. Und es hat, ich sage, dann probiere irgendwann mal aus, vielleicht muss man das ein bisschen üben, vielleicht kommt das jetzt irgendwann. Dann war ich 1 Stunde, 1,5 Stunden mit anderen Klienten zu beschäftigt und dann kommt er auf einmal mit schnellen Schrittes zu mir. Ich hatte gerade wieder eine kleine Lücke und sagt, du wirst es nicht glauben, ich habe es probiert, ich kann wieder mit der Hand schreiben. Also, da war er klassisch ein Verstorbener, Ganzkörper in dem Menschen drin, der verhindert hat, dass er schreiben konnte. Ich stelle mir so vor, der Verstorbene wollte schreiben, er wollte schreiben, beide konnten nicht mehr schreiben, die haben sich dann blockiert und dadurch ging es nicht mehr. Die nächste Geschichte dazu ist, eine Dame rief mich an, telefonisch, die meisten Fälle sind ja telefonisch und sagt, kannst du was für mich energetisch tun? Ja, ich sage, mache ich. Und spüre dann so in ihr hinein und sage, das ist, du hast einen großen Verstorbenen in dir drin. Der gehört da nicht hinein. Wer ist denn vor 14 Jahren bei dir gestorben? Sie überlegt und sagt, niemand. Ich kenne niemanden, der da gestorben ist. Zu dem Zeitpunkt. Ich sage, das spielt keine Rolle, dann, aber raus muss er, ja. Das ist wie so energetisches Störfeld, was uns Kraft kostet. Also die Lichtsäule dahin gemacht, diese Energie gebeten, dass sie aus ihr rausgeht. Alles am Telefon war das, wie gesagt. Und wie die Energie rausgeht, höre ich, dass ich, wie so eine innere Stimme, die sagt, Mama. Ist auch immer eine Geschichte, die ich auf den Messen erzähle. Und ich sage, du, ich weiß nicht, was das sein soll. Ich hab aber gehört, dass die Energie, wie die rausgegangen ist, Mama gesagt hat. Und da stutzt sie einen Moment und sagt, ich hatte vor 14 Jahren eine Fehlgeburt. Und das ist es wohl gewesen, ne? Die Fehlgeburt. Da war dieses Kind energetisch in ihr gewachsen und hatte ihren gesamten Körper eingenommen. Eine Geschichte noch, oder zwei noch, ich will das gerne untermauern, deswegen erzähle ich das, dass ich diese Geschichte mit den Verstorbenen, dass ich mir die nicht aus den Fingern sauge, sondern ich auch echte Beweise dafür habe. Da war ich in Teneriffa, kam auch eine Dame, ich durchgezählt, ich sage, bei dir ist auch ein Verstorbener drin. 4 Jahre, wer ist denn vor 4 Jahren gestorben? Und da sagt sie, vor 4 Jahren ist mein Vater gestorben. Ich sage, gut, ich weiß nicht, ob es dein Vater ist, aber der sitzt auf jeden Fall in dir drin und der muss raus. Lichtsäule hingemacht, den Erzengel gebeten und habe ich den Verstorbenen oder die Energie gebeten, dass sie rausgeht. Und wie die Energie rausgeht, fühle ich auf einmal so ein Bild von mir, ein Holzboot auf dem Wasser, also so ein Ruderboot in der Größe. Und ich sage, kann da nichts mit anfangen, aber ich habe so ein Holzboot gesehen, ziemlich klar, auf dem Wasser. Dann sagt sie, ja, mein Vater war Maler und der hat solche Bilder gemalt. Und ich habe auch ein Bild mit dem Boot auf dem Wasser zu Hause bei mir hängen. Für mich Beweis, jawohl, es war der Verstorbene und es war auch der verstorbene Vater, der in ihr drin war. Diese Energien, nenne ich sie immer noch mal, die wollen nichts Böses. Die wollen die Tochter oder den Sohn begleiten oder unterstützen. Das kann auch der Opa sein oder ein Onkel oder was auch immer. Aber die sind so mächtig und die stören den ganzen Organismus. Und das verstehen sie nicht. Aber wenn man sie in die Alternative geht, wie gesagt, dann gehen sie raus.
Das waren die Verstorbenen. Es gibt auch noch einen anderen Fall, wenn ich nochmal schildern kann, der auch interessant ist. War ich in Hamburg bei, und da kam eine Dame zu mir und sagt: Du sagst ja, du siehst alles, dann mach du einfach mal. Ich sage: Das mache ich dann einfach mal. Checkt sie so durch und sehe, ich sage da, in deinem Kopf ist irgendwas drin, was da nicht reingehört. Also, die können unterschiedliche Größen haben, die größeren Verstorbenen. Die können also eben diese Kopfform haben oder gesamte Körper einnehmen oder in einzelnen Organen drin sein. Bis stecknadelgroß, habe ich ja vorhin schon geschildert. Also bei ihr war das so eine kopfdominante Energie. Ich sage, die muss auch raus. Hast vor 10 Jahren, kann ich so abzählen, ich sage, vor 10 Jahren irgendjemand gestorben, den du kennst? Sagt sie, niemand, keiner ist gestorben. Ich sage, das ist ja spannend, aber da ist was und das lassen wir mal raus. Die Lichtsäule gemacht, den Erzengel dazu. Bitte die Energie raus und dann sehe ich, dass diese Energie rausspringt. Ein Tier, vier Pfoten, vier Beine. Ich sage, das war jetzt kein Mensch, das war jetzt ein Tier. Das hatte ich so noch nicht erlebt. Ist denn irgendein Tier bei dir gestorben, was du gut kannt hast? Sagt sie, ja, meine Lieblingskatze ist gestorben vor 10 Jahren. Ja, da waren diese Energie von der Katze in dem Kopf. Und sie ist dann ein bisschen später zu mir gekommen und hat gesagt, ich habe immer blinzeln müssen, wenn ich ins Sonnenlicht geschaut habe. Und seitdem du diese Energie entfernt hast, ist dieses Blinzeln auf einmal weg. Gut, also wir haben vorab vereinbart, ich sage, wir wollen nicht nur ein Infovideo schicken, sondern es soll ein Heilvideo sein. Jetzt werde ich einfach mal alle großen Verstorbenen, mit denen sie es zu tun haben, die werden wir bitten, aus ihrem Körper rauszugehen. Und das machen wir jetzt. Und zwar egal, in welchem Körperteil sind, alle, die jemals diesen Film sehen. Dann gehen diese Energien raus und gehen in die nächste Energiestufe. Eine gute Freundin, Bekannte hat von mir gesagt, da war irgendwo war ein Vater bei einer Klientin drin. Ich lass ihn drin, die will sich noch von dem Vater verabschieden oder so. Wenn Sie das Gefühl haben, Sie brauchen diese Energie noch, dann schauen Sie sich die nächsten 30 Sekunden nicht an oder 40 Sekunden. Wenn Sie das Gefühl haben, das darf gehen, dann schauen Sie es gerne an. Für mein Empfinden darf diese Energie grundsätzlich immer gehen, ist kein Problem. Also, nehmen nur unsere Lebenskraft weg und haben sich verirrt. Und so ein verstorbener Vater gehört nicht in uns rein, egal wie gut wir den gemocht haben oder wie sehr wir den geliebt haben. Also, die gehörten nicht in uns hinein. Also, ich würde immer empfehlen, schauen Sie weiter. Wenn nicht, einfach die nächsten Sekunden überspringen. Also gut, jetzt fangen wir mal an. Machen wir das jetzt mal pauschal für alle. Ich bitte alle Energien, große Energien, die in dem Körper unserer Zuschauer sitzen, also Verwandte, Bekannte, Freunde, Verstorbene, Kinder, was auch immer, jetzt den Körper diesen Körper zu verlassen und ins Licht zu gehen. Ja, sehr schön. Sieht wahrscheinlich ein bisschen seltsam aus im Video, aber so funktioniert es. Es ist eigentlich relativ einfach rauszunehmen. Also, wer das spürt, da ist was drin, was nicht hineingehört. Ich hatte eine Dame bei der letzten Messe, die hatte unwahrscheinlich viele Energien sogar außerhalb des Körpers. Das kommt auch vor und dass die praktisch wie so eine Hülle um einen herum sitzen. Das sind aber dann Fremdenergien, die habe ich jetzt hier nicht gemeint. Ich habe die man einfach irgendwo aufgelesen hat, die einen wie so einen Ballon umgeben. Also diese Energien müssen nicht zwingend in unserem Körper sein, die können auch um uns herum sein und dass wir praktisch in so einem Kondensstreifen oder in einer Wolke von Verstorbenen leben oder Energien leben, die dann auch noch geschachtelt werden. Das waren jetzt Hunderte bei ihr. Seltsamste Konstruktionen gibt es da. Da gibt es eigentlich keine
kein Stopp. Ich habe ja gerade diese Energien geschildert, die um den Menschen herum sein können, die wie so eine dicke Hülle um uns herum sind. Die werden wir jetzt auch nochmal ins Licht schicken. Die haben wir in den meisten Fällen uns irgendwo im täglichen Umgang eingefahren. Ich würde jetzt auch die Energien mit einschließen, die jetzt nicht die in der Hülle sitzen, aber in kleineren Formen haben. Also gemeint sind die Großen, die uns umschließen. Gemeint sind die, wie so ein Satellit uns umfliegen. Die schließen wir mit ein. Also dass diese Energien alle entfernt werden. So, ich bitte, dass alle Energien, die alle Zuschauer umfließen, in welcher Größe auch immer, also die außerhalb unseres physischen Körpers sind, jetzt ins Licht gehen dürfen, jetzt, hier und sofort. Lichtengel, Erzengel, Michael, Lichtsäule, und jetzt, es ist bereit, ihr dürft fahren, losgehen. Die Hand ist so ein bisschen das Beispiel, wie dicht wir wieder an den Körper reinkommen. Setzen wir ungefähr da. Ja, sehr schön. Also es ist, fühlt sich an, wie wenn ich es wahrnehme, wie so Watte, dass man dann an diese... Und es ist keine Auraschicht, sondern sind Verstorbene in dem Falle. Jetzt sind sie alle außen raus, die jetzt hier zuschauen. Also das Problem ist gelöst. Gut, das sind die häufigsten Energien, die vorkommen. Darüber hinaus gibt es natürlich noch jede Menge Energien. Ich würde es aber jetzt hier mal gerne beibelassen lassen in diesem Moment. Ich glaube, das ist ausreichend, was wir gemacht haben. Ja, vielen Dank für Ihr Zuschauen, für Ihre Aufmerksamkeit. Schauen Sie uns wieder zu bei den Heilvideos, die wir hier gestalten. Die sind themenbezogen. Schauen Sie sich so oft an, wie Sie brauchen, und dann darf sich gerne was bei Ihnen lösen. Ihr Cornelius van Nessen.